Hallo liebe Freunde der Nacht des Suffs und der käuflichen Liebe, willkommen zurück in Steelport. Ja, ist eine ganze Weile her, dass ich jetzt aufgenommen habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir als letztes gemacht haben. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, was wir als allererstes machen, denn wir werden als allererstes mal einen geschmeidigen Klamottenladen aufsuchen und werden dieses Uncle Sam Outfit ablegen und uns dafür lieber was Vernünftiges kaufen. So, und ab geht die Post. Gut, wir kümmern uns jetzt mal um ein paar kleinere Nebenaufgaben, beziehungsweise ich habe gerade mal, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, auf die Map gelünkert. Am Laden vorbeigerannt. Wir werden gleich das ein oder andere Minigame absolvieren hier, um mal das ein oder andere Gebiet für uns zu erobern. Aber zuerst einmal... ja. Machen wir das weg. Gehen wir mal zuerst zum Oberkörper. Wir kaufen uns jetzt mal ein normales Outfit. Nee, eher nicht. Nee. Muss jetzt nicht unbedingt so ein Strickpulli sein. Ja, das ist doch sexy. Boah, irgendwie was... was ganz Normales, wobei... die nehmen wir doch schon mal. Die sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Können wir die in weiß bekommen? In weiß. Wunderbar. Als Zweitfarbe, das ist das Hemd darunter. Dann nehmen wir das Nox Grün. Und das Halstuch machen wir in... können wir das in schwarz machen? So. Fertig. Haben wir das schon mal wieder? Alles klar. So. Haben wir einen Rucksack? Böse... nee, eher weniger. Okay, damit haben wir auch schon den Oberkörper. Dann brauchen wir dazu jetzt noch eine passende Hose. Nee, eher weniger. Klassische Jeans. Nee. Decker King Hose, ja. Die könnte man theoretisch schon tragen. Die merken wir uns mal. Mini-Röckchen. Nee, schade, die wäre was, wenn die jetzt nicht so auf Dreiviertel aufhören würde. Ach komm, wir nehmen die Decker King. Die nehmen wir aber auch in dem Weiß. So. Na, Quatsch, da. Übernehmen Schuhe. Decker King Schuhe. Emo Sneaker, Gentleman Schuhe, Gothic Schuhe. Hippie-Sandalen, Network-Kampfstiefel. Ach komm, die können wir eigentlich so nehmen. Gibt auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Wir können auch damit leveln. Unterwäsche müssen wir jetzt nicht um... ach komm, wir können uns mal was Vernünftiges kaufen hier. The Love Machine Boxer Shorts. Den machen wir in weiß. Ja, mit schwarzen Herzen. Das ist doch... so, also wirklich angucken tut man sich die eh nicht. Piercings, Handschmuck brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Weil ist ja hier mal mit einer anderen Brille. Ja, nee. Was ist das denn? Steampunk-Schutzbrille. Nee. Auch wenn man es jetzt als Miniatur-Nachtsichtgerät kaufen könnte, wir nehmen mal keine. Was haben wir an Hüten? Zylinder, Wollmütze... Dornperücke, Hirneimer, Kadettenkappe. Ja. Die sind dann doch sehr speziell, die Hüte. Kopfhörer. Wir nehmen mal die. Und machen die in schwarz. Schwarz. Ja, kann man so anbieten. Nehmen wir das. Dann haben wir mal wieder ein halbwegs normales Outfit. Gut, und dann gucken wir jetzt mal, werfen wir einen Blick auf die Map. Da haben wir sie. Wo sind wir denn? Da sind wir. Dann fangen wir hier oben mal an, was auch immer das ist. Wir werden das Minigame jetzt spielen. Geld abholen können wir mal eben. Geld abholen, da haben wir es. Ein bisschen was müsste... oh, ist nicht da. Wir sind so gut wie pleite. Und Atalang.
keine Datensammlungen in Sicht. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal straight in Richtung Ziel. Also straight, nicht im Sinne von geradeaus, sondern straight im Sinne von ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, genau. Weißt du nicht, was Kinsey da jetzt gerade brabbelt? Ich habe nicht wirklich zugehört, aber hier haben wir eine Sinjek-Statue. Da oben. Was haben wir eigentlich an Bewaffnung dabei? Ah ja, unser Laserschwert, das haben wir uns ja vor kurzem erst besorgt. Können wir die damit kaputt machen? Jawohl. Yeah! Alles klar, so, weiter geht's. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mit Rücksicht auf Verlustigung. Na gut, die ein oder andere Datensammlung nehmen wir doch mit, genauso wie die Erinnerungen. Sinjak kicked the stool out from under my political aspiration when he and his armada showed up. One of the worst things you can do is piss off America. Now, I don't necessarily agree with how the president is handling these things. Seems there must be a better way. I'm not saying I'd do better, but shit, maybe that's exactly what I'm saying. Okay, ja, der gute Keith ist noch nicht so ganz einverstanden mit unserer Handhabe der Sinjak-Angelegenheit. Da haben wir einen Unruheherd. Wo haben wir denn unsere... So. Na, komm schon. Den noch und den noch. Ah, da haben wir noch einen. So, jetzt müssen wir mal schauen, irgendwo lungert noch einer rum. Da oben. Wunderbar. Oh nein, oh Menno. Oh, ich habe kaum Munition dabei. Na, nehmen wir die, okay. Na komm schon. Fuck, 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 fuck. Boah, leck mich doch. Die Dinger sind schlimmer als ein Haufen Hundewelpen. Aua. Ach, hat auch nicht gereicht. Mal eben hier. Na komm schon. Naja, Hälfte haben wir etwa. Oh, ziemlich genau die Hälfte. Ja, das war doch mal eine Punktlandung hier auf der Elektroleitung. Warum kann man im Springen eigentlich nicht schießen? Also alles kannst du machen. Na komm, 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 komm. Verreck, verreck, verreck. Die, Bitch. Wo ist er hin? Ach, da oben. Oh. Na gut, da mit dem Ziel müssen wir nochmal üben. Oh, da kommen wir nicht drüber. Na, komm, du Wichser. Na, jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich. Komm her. Nein, 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 nein. Wo hüpft er hin da? Jawohl, der gehört uns. So, jetzt ein paar Tastendruck. WASD, WASD. Na, was willst du, was willst du, was willst du? Das S wie Siegfried. W wie wollen wir mal schauen, wer hier länger durchhält. S wie schauen wir mal, ob du das schaffst. Wonderful, damit haben wir den nächsten. Naja, etwa die Hälfte der Unruheherde haben wir, plus minus ein bisschen was. Eigentlich wollten wir ganz woanders hin, ne? Achso, nee, das war hier schon der Unruheherd. Okay, dann gehen wir jetzt hier noch die Virusinjektion machen. Aber da holen wir uns noch eben diese Datensammlung.
Mann, ehrlich, ey. Da willst du nur mal eben kurz hier irgend so ein Minigame machen und dann kommen die dir direkt wieder mit so einem fetten Wächter. Ja. Gut, man kann ja auch mal am Dach festhängen. Geht doch. Okay, Datensammlung einsammeln. Oh, keiner mitbekommen. Wir müssen mal zu einem Waffenladen dann auch mal ein bisschen Munition wieder besorgen. So, und Datensammlung. Ein paar brauchen wir ja noch. Na, dann nehmen wir die auch noch mit. Komm, dann machen wir jetzt mal hier einen kurzen Rundumschlag. Nimm die auch noch mit. So, ist hier noch irgendwo eine? Nein, gut, dann nehmen wir darüber. So, und... Na komm schon. Alles klar. So, jetzt machen wir aber wirklich diese Virusinjektion. Nachdem wir die Datensammlung da noch mitgenommen haben. Was, wo soll die sein? Ah, okay. Da stampfen wir mal eine Runde. Eine echte Ansammlung. 500 von 1000. Hau mich blau. Was soll der Geiz? Wir haben's ja. Okay, bevor wir da jetzt reinhüpfen. Was haben wir denn? Wir haben die Pistolen. Was war das denn nochmal? Inflatorstrahler. Ja, der wird uns jetzt hier weniger was bringen. Das ist die Alien-Panzerfaust. Ja, ich glaube, wir bleiben bei den MPs. Eine von zwei Wellen. Ach, Scheibenkleister. Na komm. Stirbt. Geht sterben. Und die hasse ich ja, diese komischen Hüpfdohlen, ne? Die alten Wichser. Na komm schon. Okay, gut. Noch haben wir ein bisschen Spielraum hier. Noch ein bisschen was zu tun. Upsala. Gut. Was haben wir denn? 8 Kills von 12. 10. Machen wir den mal eben kaputt hier. Zwischendurch immer ein bisschen Health einsammeln. Was? Sterbt. Verreckt, ihr Hundesöhne, ehrlich. Zweite Welle, 20 Kills. Wer feuert denn da? Ach, du Scheibenkleister. Na gut, dann nehmen wir so auseinander. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Health. Alter Schwede, jetzt geht er doch nicht auf den Sender hier mit deinem scheiß Moped da oben. Boah. Na, nee, komm mal her. Ich brauch mal ganz kurz ein bisschen. Danke sehr. Oh shit. Oh shit. Na, dann nehmen wir uns den mal eben hier. Was hat's gelist? Oh, Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. Na, fast haben wir's. Ein bisschen Lebensenergie einsammeln, so. Oh, ich glaube, es war das falsche Auto. Fuck it, ehrlich. Alter, was habt ihr geraucht? Boah, Gott sei Dank. Na gut. War doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte. Da oben haben wir eine Sinjak. Und eine Datensammlung. Machen wir erst das Wichtigste. Das war ein Stampfer, ne? Yeah!
Ich glaube, Kinsey quatscht irgendwie die ganze Zeit denselben Satz, kann das sein? Na. Dann machen wir wieder mit dem Schwert. Da. Gut, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan, liebe Leute? Was haben wir denn da? Sicherheitslöschung. Machen wir den auch noch. Aber vorher haben wir so einen Waffenladen in der Nähe. Bam, 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 bam. Nehmen wir den. So, einmal Segelflug Richtung Friendly Fire. Irgendwie bin ich bei Ammunition, aber das ist das falsche Spiel. Na, sieht doch schon ganz gut aus. Den Großteil hier oben im Nordwesten haben wir auf jeden Fall schon übernommen. Dann nehmen wir nochmal eben hier die ein oder andere Datensammlung mit. Denn früher oder später werden wir die definitiv brauchen. Ja, das ist jetzt der spektakulärste Teil des Games. Aber es ist halt notwendig. Da ist auch noch eine Sinjek-Statue. Mann, Punktlandung. 11 von 36, na, sieht doch gar nicht so schlecht aus. 43 Datensammlungen, sehr schön, sehr schön. Da ist aber irgendwo noch eine. Einmal stampfen. Na, 46, das... So langsam summiert es sich. So, und dann rüsten wir uns jetzt nochmal eben anders aus. Holen uns nochmal ein paar Waffen. Ein paar Waffen. Hat du Waffen? Munition kaufen. Auf jeden Fall erstmal hier für die Wumme. Für euch auch noch. Der Rest brauchen wir nicht. So. Waffen kaufen, verbessern. Den Inflator brauchen wir nicht. Dann nehmen wir nochmal... Nehmen wir die Wumms-Kanone mit. Saints Lila ist okay. Upgraden wollte ich jetzt noch nicht. Bonus-EP für Abschüsse. Ja, ist okay. Aber muss ich jetzt nicht haben. America. So. Na gut, nehmen wir die trotzdem mal mit. Boah, das ist natürlich schon... Ist natürlich schon verlockend, die aufzuwerten. Kann man die nicht anpassen? Saints Lila, nee. Was haben wir denn hier, wenn wir die mitnehmen? Kriegsvogel, Tribok aus Holz, Waffelhörnchen, ach wie süß. Elf Fugitivio. Okay. Kartoffelwerfer? Ja, nee, ist klar. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier mal so einen Gitarrenkoffer. Upgraden werden wir jetzt noch nicht. Gut, wir haben die America, wenn es knapp wird. Das Laserschwert, Pistolen, MPs, die Alien-Schrotflinte, unser Sturmgewehr. Gut. Munition kaufen. Wir haben es ja. So ist das ja nicht. So häufig brauchen wir den Raketenwerfer ja jetzt Gott sei Dank nicht. Auch sehr schön. Auch sehr schön, ja. Okay, das kann sich definitiv sehen lassen. Wir bleiben trotzdem erstmal bei den MPs. Ja, diese Buff-Fähigkeit, ich glaube, die werde ich erstmal nicht nutzen. Weil ich glaube, das ist zu riskant, da durch die Gegend zu flitzen. Und die Leute um sich herum abzufackeln. Gut, und dann machen wir uns mal auf den Weg da hinten zu dem... Minigame, ja, Mission, was auch immer. Weil der Vorteil ist dadurch, dass wir die Missionen jetzt so nebenher machen, wir sind nicht verpflichtet, uns an irgendeine Reihenfolge zu halten im Rahmen einer Nebenmission. Und trotzdem gilt es als erfüllt, wenn uns dann irgendwann, ich sag mal, Kinsey oder wer auch immer, die Mission für die entsprechenden Part gibt, dann haben wir es quasi schon erledigt. Das ist also dann von vornherein schon abgehakt. Und deswegen kann man es auch gleich selber machen.